Erinnerst du dich dann noch? Ja, du hattest diese sehr süße Figur, die ich unmittelbar vorher in Montreal kennengelernt hatte. Damit hast du das. Ich hatte so einen Waschbären. Das hättest du mitbringen können. Aber wir machen noch ein Hörbuch, da sieht man noch nicht, was ich in der Hand habe. Sehr gut, ich wollte nur gucken, ob du... Er war immer sehr bedacht, die nächste Generation der Komiker zu fördern. Und ich weiß noch genau, wie meisterhaft du mir da die Angst genommen hast, vor Kameras lustig zu sein. Denn das ist ja das harte Brot des Komikers, dass es nicht darum geht, in privater Runde, so wie viele gerne Witze erzählen, Menschen zum Lachen zu bringen, sondern das verlässlich vor der Kamera zu machen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit dem Altmeister der Kunst etwas zu plaudern. Das ist aber... Ich muss weinen. Über die Kunstfertigkeit, die dahinter steht, über den Witz in der Comedy und der Unterschied zwischen der Bühnensituation und zwischen Männern und Frauen überhaupt. Ich beginne. Ein Ehepaar kommt zur Entbindung ins Krankenhaus. Dort sagt der Arzt, es gibt jetzt eine neue Maschine, mit der man Entbindungsschmerzen auf den Mann übertragen kann. Ob das ein Thema wäre? Ja, sicher, sagt der Mann. Man einigt sich auf 10%. Der Arzt sagt, das ist mehr, als der Mann je an Schmerz erfahren habe. Es geht los. Der Mann spürt nichts. Man geht auf 20%, immer noch nichts. 50%, alles bestens. Der Arzt staunt, die Frau hat keine Schmerzen mehr. Der Mann sagt, komm, alles auf mich. Die Geburt verläuft für alle Beteiligten schmerzfrei. Das Ehepaar kann sofort mit dem Kind die Klinik verlassen. Als sie nach Hause kommen, liegt der Postbote tot im Hausflur. Maria und Josef stehen in Bethlehem vor einer Herberge und bitten um Nachtquartier. Seht ihr denn nicht das Schild, kein Zimmer frei? Josef, doch, aber seht ihr denn nicht, dass meine Weib schwanger ist, jeden Augenblick niederkommen kann? Sagt der Wirt, dafür kann ich doch nichts. Sagt Jesus, ich vielleicht. Das ist Josef sagt das. Josef, ja. Ja, du hast Jesus gesagt. Ach so, Jesus gab es damals noch nicht. Doch. Doch, aber noch nicht draußen. Jesus am Kreuz. Der Hügel ist geräumt, die Römer haben gesagt, keiner geht mehr auf den Hügel. Unten stehen die Jünger und Maria und Jesus sieht Petrus und sagt, Petrus, komm rauf, ist doch verboten, Herr, komm rauf, ist wichtig. Petrus rauf, kommt ein Römer, sagt, du weißt ja, dass du das nicht sollst. Zack, haut ihm den Arm ab. Petrus wieder runter. Nach 10 Minuten, Jesus, Petrus, komm rauf. Petrus, komm jetzt rauf, ist wichtig. Kommt rauf, kommt der Römer. Wer nicht hören will, muss fühlen. Zack, haut ihm das Bein ab. Petrus hüpft runter. Nach 10 Minuten. Jesus, Petrus, komm mal rauf. Ist egal. Ich muss dir was sagen. Komm. Er hüpft rauf. Was ist denn? Petrus, ich kann von hier oben dein Haus sehen. Warum bleibt hier die Wirkung hinter den Erwartungen zurück? Und ist das gut? Ja. Denn wir hatten jetzt 2 Brüller. Jetzt muss eine ganz andere Farbe kommen, damit der Nächste wieder richtig reinhaut. Das wichtigste Lektion beim Witze erzählen, nicht Hammer, 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 weil dann ist irgendwann Hammer, 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 gehen, haben wir schon gehört. Hammer, 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 intellektuell. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist ganz wichtig. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass immer, wenn man gefragt wird, haben Sie eigentlich einen Lieblingswitz, der gute Witzeerzähler natürlich nie das tun würde, was wir jetzt tun, nämlich hintereinander weg Witze erzählen, sondern er würde immer warten, bis sich eine Situation ergibt, die durch den Witz das ist ganz wichtig, die Situation muss, der Witz muss zur Situation passen, zum Beispiel der Beerdigungswitz an der Theke. Auf dem Kreuzfahrtschiff wunderbar, auf der Beerdigung nicht so gut. Ne? Ne, Frau, schwarz steht Ihnen gut, die geborene Witwe, auf der Beerdigung nicht gut. Oder ein sehr schöner Witz, Ehepaar. Schatz, guck mal, hier steht, der Herbert wird erst Freitag beerdigt. Ach, geht's ihm besser? Das
Das ist natürlich kein Beerdigungswitz, das ist ein Beziehungswitz, wie wir ihn kennen, der Mann hört nicht zu. Hast du an deiner langjährigen Passion als humoristischer Unterhalter auch gelernt, dass man bestimmte Tabus erst später oder in der zweiten Hälfte brechen darf und nicht gleich am Anfang? Vielleicht war der mit Jesus und dem Abhacken, das war ja so Monty Python-Humor, das erinnerte mich sehr an... Always look on the bright side of life. Ja, jetzt super, geht das, aber... Ja, weil sie sich schämen, weil sie so... Als vor 30 Jahren der Film rauskam, da gab es ja richtig Proteste. Sind wir toleranter geworden, was auch religiöse Witze angeht? Wir leben im postreligiösen Zeitalter, zumindest in Mitteleuropa. Und das bedeutet, Religion ist ein Thema unter anderem, kann kontrovers diskutiert werden. Der Islam ist noch nicht ganz so weit. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir einen Großteil des jüdischen Humors im 20. Jahrhundert verloren haben. Verloren ist gut, umgebracht. Ja. Und die, die überlebt haben, gingen nach Amerika und haben dort eine unglaubliche kulturellen Reichtum auch hervorgebracht in den ganzen Filmen, in der Stand-up-Comedy, Woody Allen, Seinfeld, allesamt. Und auch zum Beispiel die Werbeindustrie. Warum sind amerikanische Werbespots oft viel humorvoller als die deutschen? Ein Praktikant sollte eine Werbekampagne für Nägel machen in New York. Ja, genau. Und er wollte besonders kreativ sein, besonders shocking und zeigt Jesus am Kreuz und der Slogan darunter, Müllernägel halten wirklich alles. Und dann sagt der Chef, das kannst du nicht machen, das ist völlig geschmacklos, mach einen neuen Entwurf. Und dann zeigt er im zweiten Entwurf Jesus mit dem Gesicht im Sand, das Kreuz ist leer und drunter steht, mit Müllernägeln wäre das nicht passiert. Und da... Hätte ich den später erzählen sollen? Nein, überhaupt nicht. Nein, weil das Makabere gehört dazu. Und bei religiösen Witzen ist es so, diese Tabuverletzung, die der Witzeerzähler als Stellvertreter, ist im Grunde der biblische Sündenbock, wir schicken unsere moralischen Bedenken so ein bisschen in Urlaub, wenn wir über den Witz lachen. Wir waren es ja nicht, wir sind es nicht schuld, aber wir haben Spaß. Ein Golfer wird vom Blitz erschlagen und die Kumpels, die anderen Golfer sagen, wer bringt das denn der Witwe bei? Und dann geht einer und sagt, ich mache das ganz taktvoll. Und dann sagt er, hör mal, Luise, dein Mann hat beim Pokern letzte Nacht 20.000 Euro verloren. Da sagt er, das gibt's doch gar nicht, den soll doch der Schlacht treffen. Aber da hat man eben auch gemerkt, dass auch viel Erfahrung braucht, erstens Pausen zu setzen und zweitens auch zu verstehen, dass die Leute am meisten lachen, nicht über uns oder über den Witz, sondern über sich selber und sich selber mit dem Lachen belohnen dafür, dass sie clever genug waren, auf die Pointe zu kommen. Das ist die zweiteilige Seite in der Witzrezeption. Einmal freut man sich an der geistigen Leistung, am raffinierten Arrangement, mit dem die Aussage, denn jeder Witz hat ja eine Aussage, verklausuliert wird. Und dann gibt es diese psychische Seite, also die Entlastung, wenn wir zum Beispiel einen Witz haben, wie ein schwarzer Sägewerksarbeiter verliert den Mittelfinger. Und der Arzt sagt, ja, das ist jetzt dumm. Ist weg, der Finger. Wir haben noch einen, den könnten wir ihn annähen, aber der ist weiß. Ja, das ist egal. Nähen den Finger dran, wunderbar, das hält alles. Er fährt nach Hause mit der U-Bahn, hält sich so an der Stange fest. Dacht ein altes Mütterchen, naja, Schornsteinfinger, in der Mittagspause mal wieder zu Hause vorbeigeschaut. Was ist das für ein Witz? Ist das ein rassistischer Witz? Nein. Nein, natürlich nicht. Sondern, was ist es? Es ist eigentlich ein Witz über die Fantasien dieser Frau, der man das von außen erstmal nicht zugetraut hätte. Genau, es ist ein positiver Seniorenwitz. Auch Senioren
können noch, wie soll ich sagen, lebensprall und ein bisschen versaut, das sage ich uneingeschränkt positiv, denken. Das ist, der Seniorenwitz ist ja auf dem Vormarsch, wenn man die demografische Entwicklung in unserem Lande... Der Witz der Zukunft. Das ist der Witz der Zukunft. Alter Herr holt sich einen neuen BMW, fährt Probe und jagt über die Autobahn. 200, 230, 240, hinten sieht er ein Blaulicht. Denkt, scheiße, den hängst du ab. 260. Dann denkt er, komm, du bist 76, jetzt hör mit dem Scheiß auf. Halt an und hält er an, der Polizeiwagen hält, der Polizist kommt raus, Fenster runter, sagt der Polizist, passen Sie auf. Ich habe in 10 Minuten Feierabend, möchte ins Wochenende. Wenn Sie mir eine Ausrede bringen, warum Sie so schnell gefahren sind, die ich noch nie gehört habe, können Sie weiterfahren. Sagt er, meine Frau ist vor 10 Jahren mit einem Polizisten durchgebrannt und jetzt hatte ich Angst, Sie wollen sie wiederbringen. Hast du dich das mal getraut, was? Polizisten gegenüber wirklich humorvoll zu sein? Weil meine Erfahrung ist immer, dass alle Autoritätspersonen komplett aggressiv reagieren, wenn man versucht, irgendwie die Situation mit einem Scherz aufzulockern. Ja. Ich war mal alleine mit dem Auto unterwegs und musste ganz, ganz dringend aufs Klo. Und dann war da eine Raststätte und alle Behindertenparkplätze waren frei. 5 nebeneinander. Und ich stellte mich schnell an denen ein, weil das immer die mit dem kürzesten Weg zum Restaurant sind. Und dann kam ich zurück und da hatte sich das Polizeiauto quer vor mein Auto gestellt, sozusagen, als würde Fahrerflucht drohen. Und dann sagte ich, finden Sie nicht, dass eine volle Blase als temporäre Behinderung gilt? Und da muss ich wirklich zahlen. Ja. Der war völlig humorlos. Und ich habe dann auch versucht zu sagen, ich habe in der Kinderneurologie gearbeitet, ich kenne viele behinderte Menschen, keiner von denen, die ich kenne, hätte irgendwas dagegen gehabt, wenn ich hier für einen Moment parke. Und aber der war überhaupt nicht zugänglich. Und da gibt es diesen schönen Witz, wo ein Porsche... Ja, den wollte ich gerade auch erzählen. Ja. Porsche steht auf dem Behindertenparkplatz und die Politesse denkt, geht's auf ihn zu und sagt, das ist ein Behindertenparkplatz, Sie dürfen hier nicht stehen. Der Porsche-Fahrer sagt, ich habe eine Behinderung. Was denn? Tourette, du Fotze! Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass du den erzählst, weil du bist ja eher, du bist sonst eher ein bisschen scheu bei so Wörtern. Tourette? Ja, ja. Den ich erzählen möchte, die Mama ist mit dem Töchterchen im Freibad und sie duschen. Das sieht Füßchen aus. Und das Töchterchen, Mami, was hast du da? Das ist eine Vagina, Schatz. Ah, dann hab ich ja ein Vaginchen. Ja, das kann man sagen. Und die Oma hat einen Waggon. Kindermund ist was Wunderbares. Kinderwitze geben uns die Möglichkeit, die fürchterlichsten Dinge. fürchterlichsten Dinge zu erzählen. Jetzt erzähle ich dir mal einen Fein. Das Kind beobachtet, die Schlafzimmertür steht auf und die Mutter sitzt auf dem Vater. Und das Kind sagt: Was machst du da? Ja, Schatzi, ich massiere Papi den Bauch weg. Das ist doch Blödsinn. Jeden Donnerstag kommt die Nachbarin und bläst sie wieder auf. Das, was mir daran gefällt, ist, das ist ein ganz vielschichtiger Witz. Man könnte es einfach für eine falsche Kausalverknüpfung halten. Ja. Aber das ist es ja nicht, denn die Mutter belügt das Kind. Das Kind greift die Lüge auf, folgert absolut logisch weiter und der Vater ist der Arsch dabei.
Das ist eine. Da sind verschiedene Sachen drin. Also einmal lernt man einen richtigen Kausalnexus herstellen und man lernt, Unrecht gut gedeiht nicht. Was mich eben an der Witztheorie auch interessiert, ist, warum gibt es überhaupt Witze? Warum machen sie uns so eine Freude? Und die für mich überzeugendste Idee dazu kommt aus der modernen Hirnwissenschaft. Die machen sich Gedanken darüber, wofür das dem menschlichen Geist so wichtig ist, Humor zu haben und zu verstehen. Weil wir sonst nämlich ständig in die Irre laufen. Wir stellen überall Ursache-Wirkungsbeziehungen her, wo sie nicht hingehören. Und berühmter Witz von Paul Watzlawick, ein genialer Psychotherapeut, geht ein Mann durch die Straßen und klatscht immer zweimal in die Hände und fragt ihn jemand, was tun Sie da? Ich verjage die Elefanten. Aber hier gibt's doch keine Elefanten. Sehen Sie? Und das ist ja genau die Fähigkeit unseres Geistes, ständig Recht haben zu wollen mit einer total idiotischen Theorie über die Welt. Und nur indem wir Humor entwickelt haben, können wir uns selber korrigieren und dafür, dass wir das auch gerne tun, macht Humor Spaß. So ähnlich wie Sex Spaß macht, um die Fortpflanzung und die Arterhaltung zu bereichern, macht Humor Spaß, weil es das Überlebensmittel ist, mit dem wir der Paradoxie, der Widersprüchlichkeit der Welt begegnen können. Und Lachen macht schön. Wie oft sehen wir einen Menschen und denken, mein Gott, sieht der scheiße aus. Und dann lacht er und man denkt, ach, guck. Ja, stimmt. Und Lachen hilft auch beim Abnehmen. Ja. Da müsste ich aber ein Strich sein. Ja. Bist du doch. Ach so. Denn Lachen hilft beim Abnehmen nicht nur, weil man Kalorien beim Lachen verbrennt, sondern hauptsächlich dadurch, dass man beim Lachen nicht essen kann. Wenn ich jemandem sagen will, du bist blöd, oder über jemanden sagen will, er ist blöd. Das heißt, wie könnte man das formulieren? Gibt ja so verschiedene Sachen. Er ist nicht der spitzeste Pfeil im Köcher. Oder die Ärzte sagen supranasale Oligosynapsie. Natürlich. Das heißt, oberhalb der Nasenwurzel finden nicht so viele Nervenzellen zusammen. Oder er ist nicht die hellste Birne am Kronleuchter. Nicht das schnellste Spermium im Sack. Oder wenn Blödheit lang machte, könnte er den Mond im Knien am Arsch lecken. Das ist auch schön. Ja, das ist diese kunstvolle Verklausulierung einer platten Aussage. Die Aussage ich hab mal die Formulierung gefunden, wenn er ein Getränk wäre, er wäre Apfelsaft naturtrüb. Das ist auch schön. Das ist auch poetisch. Aber man weiß eher, ja auch eher langweilig, also für einen langweiligen. Nee, aber eher nicht so hell, nicht so. Ach so. Schön. Naturtrüb. Ja. Normalerweise soll man einen Witz nicht ankündigen vom Thema her. Dass man sagt, so jetzt kommt ein ganz unanständiger Witz. Das ist falsch. Damit gibt man dem Bildungsbürgertum Gelegenheit, Vorbehalte zu entwickeln. Kann die Frau sagen, komm Hermio, wir gehen, gleich wird die Potsau genitalreferenziell. Das ist falsch. Aber bei der Blondine oder bei den Ostfriesen, wobei beide Bevölkerungsgruppen, das wissen wir, nicht dümmer oder schlauer sind als andere, aber es ist gute alte Art bei Menschen, es gibt es auf der ganzen Welt, Bevölkerungsgruppen witztechnisch für vogelfrei zu erklären und als Sau durchs Dorf zu treiben. Bei der Blondine ist es Neid, weil es ist die am seltensten vorkommende Haarfarbe und deswegen sind Blondinen besonders begehrt. Eine Blondine kommt in ein Fahnengeschäft und sagt, ich hätte gerne eine blaue Deutschlandfahne. Sagt der Verkäufer, Deutschlandfahnen gibt es nur in Schwarz-Rot-Gold. Dann möchte ich eine rote. Wenn man jetzt die Aussage herausarbeitet, Blondinen wissen nicht, wie eine Deutschlandfahne aussieht, dann bleibt ja nichts übrig von dem herrlichen Witz. Deswegen reden wir nicht über die Aussage. Genau, deswegen machen wir das nicht. Eine Blondine ist in Geldnot und sie entführt ein Kind, zerrt es ins Gebüsch, schreibt einen Zettel, wenn bis morgen nicht 500 Euro in einer Tüte in diesem Gebüsch stehen, siehst du das Kind nie wieder. Macht es mit einer Sicherheitsnadel an den Anorak vom Kind und schickt es nach Hause.
Am nächsten Tag steht die Tüte mit dem Geld da, mit dem Zettel dran. Ich hätte nie gedacht, dass eine Blondine einer anderen so etwas antun kann. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen langen und kurzen Witzen in der Reaktion? Also, ich mag ja auch so ganz kurze, wie so, sagt das Schaf zum Rasenmäher, mäh. Sagt der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu bezahlen. Du hast mir gar nichts zu befehlen. Ja. Mann, habe ich den versaut. Ja. Aber der ist schön. Der ist, ja, weil die dem Bauplan, also die verkürzen die übliche Form des Witzes von Exposition, Bruch, Pointe. Manchmal muss man schon gar keine Exposition machen. Manchmal funktioniert das sogar als Monolog. Aber lachen die Leute mehr über kurze oder über lange? Gibt es da eine Gesetzmäßigkeit? Pass auf. Sind Sie Brillenträger? Nein, die Druckstelle ist vom Bierglas. Die mag ich. Oder der Kugelschreiber, der sagt, wenn wir jetzt miteinander was machen, kann da was passieren, sagt der andere Kugelschreiber, ich habe eine Spirale. Da sind die... Ja. So ganz kurze. Ja. Ich mag auch die kurzen. Möchten Sie was trinken? Wein, Bier, Cognac? Ja. Ja, was? Ja, bitte. Oh, schön. Aber Seinfeld hat es mal schön beschrieben, großartiger amerikanischer Komiker. Er sagte, jeder Witz ist wie ein Sprung über einen Abgrund. Man nimmt Anlauf. Das ist praktisch das Setup, die Exposition, die Vorgeschichte. Und dann gibt es einen kurzen Moment des Bodenlosens, des ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann landet man im besten Falle am anderen Ufer, sozusagen an der anderen Seite des Canyons, des Abgrundes und hat wieder sicheres Terrain. Und da finde ich gut an dieser Metapher mit dem Abgrund, dass man als Komiker die Schwierigkeit, die Komplexität, sozusagen die Absurdität der Pointe so dosieren muss, dass die Leute mitkommen. Wenn sie zu banal ist, wenn sie zu vorhersagbar ist, dann versagt der Witz, weil man schon drei Sätze vorher ahnt, worauf es hinausläuft. Und wenn er zu dadaistisch, zu abgedreht, zu kompliziert ist und nur dem Komiker gefällt, dann landen die erst gar nicht am anderen sicheren Terrain. Ja, also, aber das ist richtig, was du sagst. Trotzdem gibt es Sachen in jedem Programm, das kennst du auch, an denen du besonders hängst. Weil, aus welchem Grund auch immer, weil es raffiniert ist. Und du machst die Erfahrung jedes Mal, kaum einer lacht. Mhm. Aber du sagst nicht, ich nehme den Gag raus. Du sagst, ich mach's für die drei, die ihn verstehen. Ja. So, zum Beispiel wie, der wird nie gelacht. Das kann natürlich auch eine raffinierte Form der Ankündigung sein, dass sie jetzt denken, dem werden wir es zeigen. Aber pass auf. Hau raus. Ja. Dreich, das ist einer der ganz wenigen Witze, die nicht mit einer verbalen, Äußerung als Pointe, wie 90% aller Witze. Drei Chinesen, Shu, Hu und Fu, verlassen China, gehen nach Amerika, um dort ihr Glück zu suchen. Shu nennt sich Chuck und eröffnet eine Wäscherei. Sehr erfolgreich, Chinesen sind ja sehr fleißig. Hu nennt sich Huck und eröffnet einen 1-Dollar-Laden. Sehr erfolgreich. Nur Fu geht enttäuscht nach China zurück. Siehst du, den würde ich nie aus dem Programm nehmen. Für die beiden. Viele von diesen Leuten werden morgen früh um 5 wach werden. Und das ist auch schön. Das nennt man nachhaltig arbeiten. Ja, ja. Eine Nonne und ein Mönch reiten auf einem Kamel durch die Wüste tagelang. Plötzlich bricht das Kamel zusammen, ist tot vor Erschöpfung. Und dann sagt die Nonne, ich habe mir immer gewünscht, bevor ich sterbe, einmal einen nackten Mann sehen. Da sagt der Mönch, genau das habe ich mir auch immer gewünscht. Und dann ziehen sie sich aus und dann sagt die Nonne, was hast du da? Und dann sagt der Mönch, das ist ein Zauberstab. Wenn ich den wo reinstecke, entsteht neues Leben. Er sagt, sie steck ihn ins Kamel, dann können wir weiterreiten. Man könnte ja meinen, das ist ein religiöser Witz. Aber das ist er nicht.
bist ja auch ein Kenner der amerikanischen Szene. Warum ist es so schwer, einen Witz sozusagen aus der amerikanischen Kultur hier zu bringen? Ja, also es gibt ja dieses wunderbare Wort Fuck, was wir nicht haben. Wir haben dafür das Wort Schadenfreude, das wird exportiert als Lehnwort, keine andere Sprache ab. Aber Fuck ist schön, zwei schwarze Mitbürger treffen sich. Morning, Motherfucker. Good morning, Reverend. Pass auf, den probieren wir. Der ist wirklich, den erzählen meine Frau und ich immer unseren englischen Nachbarn. Das heißt, einmal, jetzt kennen Sie ihn ja. Das muss man sich auch merken, wem man was erzählt hat. Ja. What do you call a deer with no eyes? No idea. What do you call a deer with no eyes and no legs? Still no idea. What do you call a deer with no eyes, no legs and no dick? Still no fucking idea. Sind die Engländer uns wirklich humortechnisch so überlegen, was würdest du sagen? Die Engländer wertschätzen den Humor anders. Also wir lachen genauso gerne, wir machen genauso gerne Witze, aber irgendwie gibt es eine Schere zwischen Inanspruchnahme und Wertschätzung. So ähnlich wie bei der Prostitution. Ja, wir sind da sehr verwandt, wir tun den Menschen Gutes, aber es wird uns nicht gedankt im Hochfeuilleton. Ist bei beiden dasselbe. Und das macht aber nichts, damit kann man leben, denn... Auch sehr gut. Aber bei den Engländern, ja, so hier, bei den Engländern ist es aber so, ich war in London, wir waren in einem Hotel und da war die ganze Bar war voll mit Fotos von englischen Komikern, die ich kannte und sagte, oh, Russ Abbott. Und der Barkeeper sagte mit so einer ganz tiefen Begeisterung, he's a real funny man. Das sagte alles. Ein Komiker ist ganz hoch angesehen, in Amerika ist das dasselbe. Hat vielleicht etwas damit zu tun, die amerikanische Kultur ist ja nun noch nicht so alt. Die hat ja nun kein Goethe, kein Nix. Für Amerika ist Kultur, Rock'n'Roll, Mickey Mouse. Die Amerika haben ja den Weg von der Barbarei zur Dekadenz ohne den Umweg über die Kultur gemacht. Ja. Ja. Und bei uns ist es so, schon Goethe sagte, der Deutsche hat das Schicksal, dass er über allem schwer wird. Und Shakespeare hat nur einen draufgesetzt, um ernst zu sein, genügt Dummheit. Komm, wir machen Arztwitz. Ja. Das ist doch vielleicht mit der alten Dame, die mit den Blähungen zum Arzt kommt. Und sagt, Herr Doktor, ich habe so Blähungen. Sie haben das gar nicht gemerkt. Hast du bestimmt schon 5 Abgänge. Aber Gott sei Dank, die riechen nicht und die sind auch lautlos. So, so, sagt der Arzt. Dann verschreibt er ihr was, dann kommen Sie mal in einer Woche wieder. Dann kommt sie wieder und sagt, Herr Doktor, was haben Sie mir da denn verschrieben? Die Blähungen sind noch genauso schlimm. Aber jetzt stinken die. Ja, sagt er, okay, jetzt haben wir Ihre Nase im Griff, jetzt wenden wir uns Ihren Ohren zu. Und wenn der 80-Jährige kommt zum Arzt, sagt, mein linkes Knie tut so weh. Dann sagt der Arzt, untersucht so ein bisschen, sagt, das liegt am Alter. Herr Doktor, das kann nicht sein. Das Rechte tut nicht weh und ist genauso alt. Das. Der Zahnarzt fängt an zu bohren und will gerade Mund auf und sagt, sagen Sie, ist es Ihre Hand an meinen Hoden? Ja, und wir wollen einander doch nicht wehtun. Der Herzspezialist ist gestorben, ein beliebter, reicher Arzt, Riesenbeerdigung. Und man hat ein Herz gebaut und der Sarg steht davor. Und wie denn die Reden beendet sind, fährt der Sarg in dieses Herz, Herz klappt zu und dann fängt einer an zu lachen. Und dann sagen die, warum lachen Sie denn so? Ach, ich muss an meine eigene Beerdigung denken, bin Gynäkologe. Es kommt einer zum Zahnarzt und der
Zahnarzt sagt, um Gottes Willen, die müssen alle raus. Herr Doktor, können Sie nicht einen stehen lassen, damit es beim Lächeln nach was aussieht? Ah, der ist doch süß. Na, bei Arztwitzen geht es doch oft sozusagen um diese Grausamkeit der Diagnosestellung, so, wo der Arzt anruft und sagt, ich habe zwei schlechte Nachrichten für Sie. Ja. Sie haben noch 2 Tage zu leben und ich habe Sie gestern nicht erreicht. Ach so, der. Ja. Ich dachte, du meinst, ich habe 2 schlechte Nachrichten. Die erste ist, Sie haben Alzheimer. Oh, das ist ja furchtbar. Und die zweite, Sie haben Krebs. Oh, Gott sei Dank kein Alzheimer. Aber worüber lachen wir da? Lachen wir über unsere eigene Angst vor der Vergesslichkeit? Ja, wir lachen grundsätzlich bei Leidensgeschichten. Wir sind froh, dass es den anderen trifft. Das sagt Nietzsche schon. Immer wenn es uns nicht gut geht, dann tröstet uns das ungemein, wenn es jemand anderem schlechter geht. Und das setzt ihn uns gleich. Und wir sind ja neidisch irgendwo auf dem, dem es besser geht. Oder in unseren Augen besser geht. Der Urologe zum Patienten, Sie müssen mit Masturbieren aufhören. Wieso das denn? Weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann. Den hat mir Hugo Egon erzählt. Ja. Ich habe denselben Witz von Anke Engelke mal gehört. Ja, das ist ja alles ein Bekanntenkreis. Ja, aber macht es einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau den Witz erzählt? Na, wenn sie ihn gut erzählt, nicht. Ich hatte eine sehr schöne Geschichte, wo ich meiner Frau unterstelle, keine Witze erzählen zu können. Es gibt viele Frauen, die das nicht können. Meine Frau gehört natürlich nicht dazu, aber ich bin ja Komiker. Und das ging so, meine Frau erzählt sehr gerne Witze, sie kann es nicht, oder es ist nicht ihre Kernkompetenz, aber sie hat Freude und deswegen unterstütze ich sie. Und letztens erzählte sie einen meiner Lieblingswitze, Anruf bei einer Polizeistation, auf den Schienen liegt ein Gleis. Sagt der Polizist, ja, und das ist auch gut so, legt auf. 10 Minuten später ruft derselbe wieder an und sagt, jetzt haben Sie ihn überfallen, den alten Mann. Und diesen Witz wollte letztens meine Frau, wir hatten Gäste, und sagte, Schatz, soll ich mal den Witz erzählen mit der Polizeistation? Ich sage, tu doch. Und dann sagt er, ja, da ist eine Polizeistation, keine große, so eine kleine, mehr um Land, sind 2 Polizisten, ein so ein dickerer, älterer, hat 2 Kinder, ein Junge und ein Mädchen, der Junge ist hyperaktiv und der andere ist etwas jünger, ist so ein schmaler, der ist blass, der ist so ein bisschen krank, der hat keine Kinder und die sitzen da und dann geht das Telefon und da überlegen sie, wer dran geht und da sagt der Dicke zu dem Dünnen, geh du dran, ich war gestern dran und dann geht der Dünne dran. Und dann sagt der andere, also nicht der Dicke, sondern der angerufen hat, der sagt, Jung, was sagt der? Ah, ich hab's. Auf dem Bahndamm liegt ein Gleis, genau. Und dann sagt der dünne Polizist, ja, muss auch. Und legt auf. 10 Minuten später ruft der Chinese wieder an und sagt, Jürgen, habe ich das richtig erzählt? Ich sag, das war super, Schatz. Erzähl einfach noch einen. Und dann wollte sie einen anderen Lieblingswitz von mir erzählen. Der geht so. Eine junge Frau steht im Hauseingang, ein Räuber kommt, sagt Geld oder Leben, sagt die junge Frau, ich hab doch nichts, ist egal, her damit. Nein, ich hab wirklich nichts. Ach komm, Sie haben doch eine Handtasche. Nein, hab ich nicht. Brieftasche, nein. Portemonnaie, nein. Schmuck, nein. Handy, nein. Sie haben nichts? Nein. Dann holen Sie mir wenigstens einen runter. Ich kenne doch keinen hier im Haus. Diesen wunderbaren Witz. Wollen Sie hören, was meine Frau daraus gemacht hat? Ich raff es mal. Wir sind schon an der Stelle, wo die junge Frau sich als mittellos herausgestellt hat. Und der Mann sagt, dann holen Sie mir wenigstens einen runter. Und sie sagt, ich kenne Sie doch gar nicht. Ich sag, Schatz, das ist jetzt keine Kritik. Super erzählt. Nur ein kleiner Hinweis. Es ist noch witziger, wenn du nicht sagst, ich kenne sie doch gar nicht, sondern ich kenne noch keinen hier im Haus. Das ist ja unlogisch.
Da fällt mir jetzt einer ein, der hat damit nichts zu tun, aber das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Ich liebe ja Tierwitze. Zwei Freunde wandern und da sagt der eine auf einer Wiese, hier habe ich zum ersten Mal Liebe gemacht. Ach, das ist ja toll, sagt er. Dann gehen sie weiter, 50 Meter weiter und hier haben ihre Eltern gestanden. Was hat er? Was haben sie gesagt? Mäh! Ich frag mich nicht, warum ich jetzt auf den gekommen bin. Ich weiß es nicht. Das ist einer meiner Lieblingstierwitze. Bär, Fuchs und Hase bei der Musterung, kennst du. Dann überlegen sie, wie sie untauglich sein können. Dann sagt der Fuchs, ich schneide mir den Schwanz ab. Fuchs ohne Schwanz werden die nicht nehmen. Ja, der Hase, ich schneide mir die Ohren ab. Hase ohne Ohren werden die nicht nehmen. Und sagt, dann macht man mir einen Bär. Ja, Zähne raus. Bär ohne Zähne. Pff. Ja, Musterung. Als erster der Fuchs rein, kommt wieder raus und untauglich. Begründung? Fuchs ohne Schwanz geht nicht. Super. Hase rein und untauglich. Begründung? Ja, ohne Ohren wollten sie mich nicht. Bär rein und untauglich. Begründung? Zu dick. Da gibt es auch diese Geschichte, wo die Tiere des Waldes immer feiern. Kennst du die? Und dann jeden Abend stürzen die ab und sind strunzbesoffen, kriegen nichts mehr auf die Reihe. Und die beschließen, der Bär, das Eichhörnchen und der Hase, ab morgen trinkt keiner mehr von uns. Bär, Eichhörnchen halten sich dran. Nächsten Tag, Hase wieder total stramm. Völlig unberechenbar. Beide gehen mit dem Hasen ins Gericht. Hase, die Tiere des Waldes haben beschlossen, wir trinken keinen Alkohol mehr. Du wolltest dich dran halten. Morgen deine letzte Chance. Hase am nächsten Tag wieder total besoffen. Die beiden regen sich tierisch auf und sagen, komm, Hase, wir wissen, Suchtkrankheiten brauchen manchmal ein bisschen in ihrer Therapie, aber wir glauben an dich. Hase, morgen bleibst du nüchtern. Nächsten Tag geht der Bär, Eichhörnchen suchen, der Hase ist weg. Überall suchen sie im ganzen Wald, finden den Hasen nicht. Plötzlich fällt ihnen auf, steigen so kleine Luftblasen von dem Tümpel. Gehen hin und der Bär mit einem Schlag an der Pranke, zack, hat er den Hasen in der Hand mit so einem Strohhalm, war unter der Wasseroberfläche. Total besoffen, der Hase. Und bevor der Bär meckern kann, sagt der Hase, was ihr Tiere des Waldes beschließt, ist uns Fischen egal. Ich habe auch noch einen Häschenwitz. Hase und Giraffe unterhalten sich und die Giraffe sagt, ach, das ist so schön mit meinem langen Hals. Ach, weil das so heiß ist und ich trinke kaltes Wasser und das läuft mit dem ganzen Hals runter. Oh, das ist so schön. Oder wenn ich so ein leckeres Blättchen esse. So 2 Meter den Hals. Oh, das schmeckt. Sagt der Hase, hast du auch schon mal gekotzt? Es gibt ja nur eine neue Welle, was ist grün und trägt Kopftuch? Eine Gürkin. So, ja. Weißt du so. Mhm. Es ist orange und wandert durch den Harz. Wanderine. Nein, du darfst nicht, das Wandern nicht sagen. Läuft durch den Harz, eine Wanderine. Stimmt, ich darf Wandern nicht sagen. Ja. Was ist rot und steht an der Straße? Hagenutte. Ja. Das ist. Ich kenne den, was steht an der Straße und friert? Eine Prostituierte. Ja. Was ist grün und tut weh im Gesicht? Ein Billardtisch. Das ist absolut modernes. Das ist gut. Ja. Den kann ich noch nicht. Ja, da gab's ja auch vor. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Übrigens, ein Stock, wenn du einen Stock ins Wasser hältst, dann sieht der ja gekrümmt aus. Mhm. Ich weiß, dass das nicht stimmt, aber seitdem bade ich nicht mehr.
Was ich toll fand, als jetzt die Lasagne-Geschichte mit dem Pferdefleisch kam, da waren am nächsten Tag wirklich tolle Sachen im Internet. Meine Lasagne wiehert mich an. Heute ist mein Glückstag. Ich hatte aber ein Hufeisen in der Lasagne gefunden. Oder wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist die Lasagne, getarnt als Rind. Also irre, wie inzwischen durch das Internet sofort gute Pointen aufpoppen zu so einem Thema. Ich hatte auch zum Thema Rindfleischskandal, also Pferd in der Lasagne, die Hilflosigkeit der Politik. Die Frau Aigner, die dann immer sagt, ja, wir müssen noch mehr deklarieren und noch mehr Informationen. Was heißt das? Sie schreiben jetzt nicht nur Kalorien auf die Packung, sondern auch PS. Ja. Wobei neulich, man achtet ja jetzt mehr auf das, was man isst. Da habe ich in der Lasagne Sägespäne gefunden. Da hat irgend so ein Vollidiot auch ein Schaukelpferd verarbeitet. Ja. Man hat auch jetzt Seepferdchen in Fischstäbchen entdeckt. Sehr schön. Ich habe noch einen Vampirwitz. Bevor ich den vergesse. Zwei Vampire, es ist kurz vor Morgengrauen, also sie müssen eigentlich schon ins Bett, in Sarg, weil die Sonne bald aufsteht. Ich habe so einen Hunger, ich muss noch irgendwas, ich fliege noch mal los. Und dann kommt er zurück, blutverschmiert, boah, sagt der andere, wo hast du denn noch was gefunden? Sagt er, siehst du den Baum da hinten? Ja, den habe ich nicht gesehen. Vampirwitz gibt es ja viele auch. Fledermauswitze. Weißt du, wovor Fledermäuse im Alter am meisten Angst haben? Du musst aber dazu sagen, dass die Ruhestellung der Fledermäuse ist ja, die hängen ja kopfunter. Ja, aber das setzt sich doch voraus, dass das Publikum das weiß. Ich will nur sicher gehen. Und jetzt, die hängen also kopfunter. Jürgen! Und jetzt frag mich nochmal. Weißt du, wovor Fledermäuse, die ja kopfunter hängen in der Ruhestellung, wovor haben die im Alter am meisten Angst? Inkontinenz. So geht's. Ja, die Form des Witzes, da waren wir ja auch. Also der Witz spielt immer in der Gegenwart. So wie das Märchen in der Vergangenheit spielt. Man wird nie einen Witz hören, der beginnt mit, es war einmal eine Arztpraxis, in die eine Frau kam. Das stimmt. Ja. Warum ist das so? Warum ist das so wichtig, dass der Witz gegenwärtig ist? Ich glaube, er soll frisch und wie gerade passiert. Vor allen Dingen, weil einen das Lachen auch immer in die Gegenwart zieht. Also im Lachen, sagt der Schopenhauer auch, ist eine Form der Erleuchtung, ein kurzer Moment der Erkenntnis. Und im Lachen ist man immer ganz im Moment. Man ist nicht in Gedanken in der Vergangenheit, man ist nicht in der Zukunft, sondern man ist im Hier und Jetzt. Also etwas, was wofür andere Leute lange ins Kloster gehen oder Zen-Meditation machen. Ich weiß nicht genau, was man beim Zen macht. Ich denke, es ist besser als rumsitzen und nichts tun. Ja, natürlich. Ich weiß nur, die machen diese Sache mit dem Bogenschießen. Das ist ja auch extrem kompliziert, Bogenschießen. Geradeaus ist ja schon schwer. Ja. Wir haben ein gutes Publikum, merkst du? Ja, ich wollte nur, also für einen Pimmelwitz immer ein Überniveau. Wollen wir uns darauf einigen? Wenn du statt Pimmelwitz Dick-Joke sagst, ja. Klingt das, finde ich, weltmännischer. Ja. Ich habe ja nichts gegen Pimmelwitze. Ich dachte nur, die Leute sind noch nicht betrunken genug. Aber. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja immer, mein Thema ist ja eigentlich, wie geht der Berufskomiker mit Witzen um, die ja für den Berufskomiker nicht unproblematisch sind. Einfach deshalb, weil man kann die überall nachlesen oder kriegt sie erzählt. Und deswegen hat man immer das Risiko oder läuft das Risiko, dass Kollegen die Witze, die man selbst verwendet, auch verwenden. So wie du in der Show mit Karasek hast du einen erzählt, den ich in meinem Programm habe, was ein normaler Vorgang ist. Ich wusste nicht, dass du dir den ausgedacht hast. Nein, den habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ach so. Wir haben uns den beiden, wir haben den gefunden. Ja. So. Und dann hörte ich Lissy Aumeier bei Lanz einen Witz, das geht ja gar nicht. Einen Witz erzählen, den ich meinen Kalle erzählen lasse. Aber das ist eben... Jetzt darf ich aber auch mal deiner Erfahrung und dem, was du für die Comedy-Szene bereits geleistet hast,
nochmal das unterstreichen, weil ich habe nämlich tatsächlich in den Anfangsjahren gezaubert und dazu Witze erzählt. Und da waren tatsächlich viele bei dir geklaut. Das muss ich jetzt mal an dieser Stelle... Wobei, du hattest ja auch Bücher rausgegeben und die habe ich ja bezahlt. Also dann durfte ich das auch. Und waren aus dem Buch geklaut, aber das Buch war nicht geklaut. Und ich hab die Witze ja von Kindern geschickt gekriegt, ja. Damals bei meiner allerersten Fernsehsendung. Und die sind ja jetzt 30 Jahre alt. Gibt es da aus dieser verjähren Witze? Sind's, also die sagtest, meisten, die müssen immer in der Gegenwart spielen, aber du hattest eben ein Beispiel aus der Antike, was immer noch funktioniert. Einer war schön. Ein langjähriger Ehemann betet, lieber Gott, ich liebe meine Frau sehr, aber wenn du sie noch lieber hast. Das ist... Das geht. Ne? Ich erinnere mich noch an einen, den ich auch, glaube ich, aus deinem Witzebuch hatte, wo... Kann ich helfen? Soll ich jederzeit den mit Demenz erzählen? Nein. Nein. Nein, da kommen die Angehörigen ins Krankenhaus und fragen, wo ist denn mein Mann? Und dann, was ist mit dem passiert? Ja, der ist von der Dampfwalze überfahren worden. Ach so, der liegt Zimmer 214 bis 216. Ja. Aber das mit der Demenz ist hübsch. Zwei alte Damen trinken Kaffee und dann sagt die eine, hör uns Hilde, ich verfall dann gerne in die rheinische Tonlage, da müssen ich nichts draus machen. Hör uns Hilde, das ist mir jetzt so peinlich, jetzt kennen wir uns 50 Jahre und ich habe deinen Namen vergessen. Och, das macht nichts. Bis wann müsstest du denn wissen? Süß, ne? Süß. Mich interessiert dieses, dass man ja oft eigentlich nur jemandem die Erlaubnis geben muss auf der Bühne, auch was Dreckiges, Schmutziges, Zotiges zu erzählen. Und dann lieben es ja die Leute. Also dadurch, dass du das einbindest in eine Geschichte, bist du ja selber sozusagen nicht mehr der Urheber oder bist auch ein Stück weit der Verpflichtung für deine Texte gerade zu stehen enthoben. Nein, ich bin der biblische Sündenbock, der die individuellen Triebäußerungen auf sich zieht und anstelle des Publikums erledigt. Das ist ein Vorgang von hoher kathartischer Effizienz. Total. Ich glaube fest daran, dass man als auf der Bühne sagen, dafür auch geliebt wird, dass man sich etwas traut, was in Leuten steckt, aber was sie sich selber nicht trauen. Ja, ein katholischer, ein evangelischer Geistlicher gehen spazieren, tauschen sich über Glaubensdinge aus. Da kommen sie, wie der Zufall es so will, an einem Bordell vorbei. Und da sagt der evangelische Geistliche, guck mal, ein Haus voller gefallener Engel. Ich gehe mal rein, vielleicht hat sich einer wehgetan. Und dann kommt er nach einer Stunde wieder raus und sagt, schönes Haus. Sehr ordentlich, hat mir gefallen. Aber ich muss sagen, mit meiner Frau ist immer noch am schönsten. Und dann sagt der katholische Geistliche, ich werde auch einmal hineingehen. Vielleicht möchte eines der Mädchen beichten. Oder ein älterer Kunde braucht die letzte Ölung. Und kommt er auch wieder raus und sagt, du hattest recht, mit deiner Frau ist es wirklich am schönsten. Wir haben das schon mal angerissen, das Problem des Berufshumoristen ist eben, wie findet man einen Vorwand, um Witze einzubauen. Weil ein Witz ist nun mal ein todsicherer Lacher. Könnte mich mit dem Papst auf Latein unterhalten, du kannst auch Latein, du könntest das auch, du könntest mit dem Papst am Petersplatz sitzen, Touristinnen angeiern und sagen, als wir unseren Papst noch hatten, hättest du sagen können, Excel Benny, guck mal, Benedetto, Mulier Ibi, die Frau da, cum tunicula minima, mit dem Minirock, et mammis capitalibus, klingt einfach schöner als Mördertitten. Und dann würde man ein Gläschen Wein trinken mit dem Papst und dann würde der Papst würde man einen Trinkspruch. Und da hatte ich natürlich einen schönen, der auf Benedetto passte. Benedictum, Benedactum. In Afrika rennen die Weiber nackt rum. Bei uns tragen sie Kleider. Leider, leider, leider. So, passte natürlich wunderbar. Jetzt
Harald Schmidt hat es ja auch so gemacht, als das war noch vor Benedikts Zeit, das war Johannes Paul II. War da gestorben, Wojtyla. Und damals wie heute war natürlich die zentrale Frage der moderneren Christen, warum wird nicht mal eine Frau Papst? Und damals wie heute war die dogmatische katholische Linie, ja, Jesus war halt keine Frau. Und da sagte Harald Schmidt, sehr treffsicher, mal ganz ehrlich, war Jesus Pole? Ja. Und das, finde ich, trifft den Kern, weil im Witz ja oft eine Kategorisierung in Frage gestellt wird. Man denkt immer richtig und falsch, oben und unten, das ist gut, das ist böse. Und plötzlich wird eben alle Sicherheit, die man so in seinem Gedankenbeutel hatte, mit einer guten Pointe einem unter den Füßen weggezogen. Und das ist die anarchische Kraft, die in Witzen passiert. Und deswegen glaube ich eben auch, dass alle sehr ideologischen, fundamentalistischen Denker und Regime bis hin zu Diktaturen immer so eine Riesenfurcht hatten vor Humor. Weil sie wissen, ein guter Gag kann ihre ganze Theorie zerbersten. Aber du hattest noch so einen herrlichen Papstwitz. Ah, der Papst hat Samenstau. Also stellen die Ärzte fest, der Papst wusste das ja nicht. Und dann sagen die Ärzte, Heiligkeit, es sieht sehr ernst aus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Sie müssen einer Frau beiwohnen. Sagt der Papst, nein, nein, das tue ich nicht. Heiligkeit, Sie müssen sich zwingen, sonst gibt es keine, Sie müssen doch der Kirche erhalten bleiben. Nein, das kann ich nicht. Heiligkeit, die Christenheit fleht Sie an, opfern Sie sich. Und dann sagt der Papst, gut, wenn es denn sein muss, aber strenge Auflagen, sie muss taubstumm sein, damit sie mich nicht an der Stimme erkennt und auch nichts erzählen kann. Und blind muss sie auch sein, damit sie mich nicht vom Sehen erkennt. Natürlich, Heiligkeit. Gibt es noch irgendetwas? Ja, und Sonne ticken. Danach geht nichts mehr, oder? Doch. Ich überbrücke mit einem Flugzeugwitz. Ja. Was trennt einen Alkoholiker von einer Nymphomanin? Eine Cockpit-Tür. Das ist ein diskriminierender Witz. Aber Vorurteile gibt es überall auf der Welt. Und auch gegen Musiker. Weil warum sitzen die Musiker im Flugzeug so gerne vorne? Damit, wenn das Flugzeug abstürzt, der Getränkewagen nochmal vorbeikommt. Musikerwitze sind natürlich extrem Soziolekt gebunden. Warum gehen Bratscher nicht über den Friedhof? Zu viele Kreuze. Aber für die? Kaum Bratscher hier, aber für die lohnt. Also für die zwei lohnt es sich. Was wirft man einem ertrinkenden Gitarristen am besten zu? Den Verstärker. Ein Mann mit einer Gitarre, ohne Koffer, und ein Mann mit einem Saxophonkoffer und einem Saxophon drin warten auf ein Taxi. Welcher ist der professionelle Musiker? Der Taxifahrer. Ich habe ja schon viel erlebt. Aber ein solches Ausmaß an Unmusikalität oder Vertrautheit mit den besorgniserregenden ökonomischen Bedingungen. Ja, darum geht es ja. Wo der Musiker zum Arzt geht und der sagt, ich habe mir schrecklich nachgedacht, Sie haben noch 2 Wochen zu leben, und sagt, ja, wovon denn? Ja. Das ist ja das Klischee, dass die Musiker sozusagen hingebungsvoll brotlose Kunst. Was ist der Unterschied zwischen einem Bass und einem Sarg? Beim Sarg ist der Tote innen. Okay. Ich verstehe nicht. Die Bassspieler, denk mal an Bill Wyman, der hat jetzt keine Oma gespielt, sondern E-Bass, ja. Aber der steht doch völlig emotionslos da. Und die Ach so, ja, aber das muss man wissen. Ja, das stimmt. Komm, nachdem du meinen Fledermauswitz
vorweg erklärt hast, dann hättest du da ja auch einen kleinen Hinweis zum Verständnis. Ich versuch's anders. Sie wissen, dass es bei vielen Jazzstücken ein Bass-Solo gibt. Charlie Haden spielt im Grunde nur Bass-Soli. Die anderen machen kurz mal mit. Was haben ein Bass-Solo im Jazz und eine Ejaculatio Precox, also eine vorzeitige Ejakulation, gemeinsam? Man sieht es kommen und man kann nichts dagegen tun. Was braucht man, wenn man einen Dirigenten findet, der bis zum Hals im Zement steckt? Mehr Zement. Aber da finde ich ja, da gibt es eine wahre Anekdote von Klemperer als einer der bekanntesten Dirigenten seiner Zeit. Und wie alle Dirigenten, richtige Alpha-Tiere, wollten natürlich alle Orchestermusiker mit ihrem feinen Gehör beeindrucken. Und bei der ersten Probe bricht er ab und sagt: Entschuldigung, das dritte Horn, Takt 42, war zu laut. Und da meldet sich einer und sagt: Entschuldigung, Herr Dirigent, das dritte Horn ist gar nicht da. Dann sagen Sie es ihm, wenn er kommt. Ich kenne nur neuer Dirigent, ein Lernmacher aus in den wohlklingendsten Klangkörper Europas. In diesem Moment haut der Paukist auf die Pauke. Und wenn ich rauskriege, wer das war. Das ist ja wie die Stimme im klassischen Konzert, Karajan dirigiert, ist ein Arzt im Raum. Erzähl du den. Nein, du. Ach komm, bitte. Ich möchte ihn hören. Ich möchte ihn von einem richtigen Arzt hören. Ich habe ihn noch nie von einem Arzt gehört, immer nur von Komikern. Also, mitten im Konzert ruft jemand, ist ein Arzt im Raum? Und Totenstille. Ist ein Arzt im Raum? Und dann meldet sich in Block A, Platz 1, ja, ich bin Arzt. Ist es nicht ein wunderbares Konzert, Herr Kollege? Ich denke, wir lassen diese Musikerwitze. Früher gab es so Allmachtsfantasiewitze. Was ist grün und steht in der Küche? Meine Frau. Wieso das? Ich kann meine Olle noch anmalen, wie ich will. Das ist vorbei. Der Mann resigniert eigentlich. Und wenn man jetzt vergleicht, es gibt immer diese typischen Männerwitze, wie warum reiben sich Frauen morgens nach dem Bach werden die Augen? Weil sie keinen Sack haben. Dem entspricht Tränensäcke. Dem entspricht auf der Frauenseite, was ist Penisneid? Der Wunsch, klein und schrumpelig zu sein. Oder warum kriegen Frauen ab 40 seltener die Tage, weil sie das Blut für die Krampfadern brauchen? Demgegenüber, Frauenwitz, warum kriegen Männer ab 40 einen Bauch, damit der arbeitslose Zwerg wenigstens ein Dach über dem Kopf hat? Das ist alles in der Balance. Aber jetzt schlägt das Pendel zurück. Es ist praktisch das letzte Zucken des Mannes. Jetzt gibt es wieder Witze, wie kommt ein bewaffneter Mann in die Bank, kassiert das Bargeld, dann fragt er einen Kunden, haben Sie gesehen, dass ich die Bank ausgeraubt habe? Ja, der Bankräuber erschießt den Mann. Fragt einen anderen, haben Sie gesehen, dass ich die Bank ausgeraubt habe? Ja, erschießt den Mann. Fragt den dritten, haben Sie gesehen, dass ich die Bank ausgeraubt habe? Nein, aber meine Frau hat alles gesehen. Zum Thema Rache gibt es auch die Geschichte, wo ein Schweizer Ehepaar das erste Mal nach London kommt. Und er kann ein bisschen Englisch, sie gar nicht. Der Taxifahrer, in der Hoffnung, ein großes Trinkgeld zu bekommen, versucht ein bisschen Konversation, sagt, where are you from? Und er sagt, from Switzerland. Und sie sagt, was hat er gesagt? Wo wir herkommen. Und was hast du gesagt? Aus der Schweiz. Er sagt, oh, Switzerland, beautiful country. Whereabouts in Switzerland? Zurich. Was hat er gesagt? Wo genau in der Schweiz wir herkommen. Und was hast du gesagt? Zürich. Der Taxifahrer sagt, oh, Zurich, I remember. I had the worst fuck of my life. Was hat er gesagt? Er kennt dich.
Taxiwitze sind auch toll. Haben Sie noch Platz für einen Kasten Bier? Ja. Also, Hamburg Hauptbahnhof, ein Mann fragt den Taxifahrer, den ersten, was kostet ein Elmshorn? 25 Euro. Ich habe aber nicht. Ja, dann können Sie nicht dahin fahren. Ich habe nur 20. Ja, es reicht nicht. Ja, dann fahren Sie mich so weit, wie 20 Euro reichen. Und dann sagt der Taxifahrer, so, 20 Euro sind um. Ja, aber es regnet doch. Ja, das wussten Sie. Sie können mich doch hier nicht auf freier Strecke. Doch, kann ich. Eine Woche später, derselbe Mann, Taxistand, Hamburger Hauptbahnhof, er guckt, der Taxifahrer von vor einer Woche steht ganz hinten. Er geht zum ersten, sagt, was kostet Elmshorn? 25 Euro. Sagt er, gut, hier haben Sie 25 Euro und kriegen noch 25 Euro, wenn Sie mir einen blasen. Sag mal, geht's noch? Verpiss dich, Arschloch. Er fragt den zweiten, was kostet Elmshorn? 25 Euro. Ja, hier und 25, wenn Sie mir einen blasen. Geht so weiter. Er kommt zum letzten und sagt, hallo, was kostet Elmshorn? Das wissen Sie doch, 25 Euro. Ja, hier haben Sie 25 Euro und 25 Euro dafür, dass wir jetzt ganz langsam zusammen an den anderen Kollegen vorbeifahren und Sie so winken. Das ist, Rache ist süß. Das ist wunderbar. Ja. Das ist einfach wunderbar. Ich möchte diese tragische Seite im Witz, sozusagen, wo es auch um Lebensentwürfe und gescheitertes Leben geht, mit einer Anekdote. Auf dem Sterbebett gibt es auch viele schöne Witze. Ja. Und diese hier, da sagt der Mann, ich muss euch was beichten, bevor ich heiratete, besaß ich alles, was ein Mann sich wünscht, schnelle Autos, hübsche Mädchen, jede Menge Geld. Und dann kam ein guter Freund und sagte, heirate und gründe eine Familie, sonst ist in deiner Todesstunde niemand da, der dir ein Glas Wasser reicht, wenn du etwas trinken möchtest. Tja, und dann habe ich geheiratet, statt Mädchen eine Ehefrau, statt Bier gab es nur noch Babybrei, ich habe den Ferrari verkauft, das Geld angelegt für das Studium meiner Kinder und jetzt liege ich hier im Sterben und soll ich euch was verraten? Ich habe gar keinen Durst. Da gibt es ja auch die schöne andere Variante, wo die Frau dem Mann am Sterbebett die Hand hält und sie resümieren so. Und der Mann sagt, weißt du noch damals, als das Haus abgebrannt ist, da warst du schon an meiner Seite. Und weißt du noch, dass wir diesen Totalunfall hatten mit dem Auto, da warst du auch an meiner Seite. Und dann, als wir gemeinsam entschieden hatten, alles Geld in die Aktien zu Da warst du auch immer an meiner Seite. Weißt du, was das für mich bedeutet? Du bringst mir kein Glück. Ein Professor an der Uni ist für seine Zoten bekannt. Das ist ja sexistisch und hat viele Studentinnen. Und die Studenten verabreden sich, wenn er bei der nächsten Vorlesung einer Zote reist, stehen alle auf und gehen. Und dann kommt er rein. Na, Tag. In Kalkutta gibt es einen verheerenden Mangel an Prostituierten. Man kann davon ausgehen, dass allein in Kalkutta 100.000 Prostituierte fehlen. Und die Studentinnen gucken sie an, stehen auf, gehen. Sagt, meine Damen, der nächste Flieger geht um 19 Uhr. Schön sind ja auch die Dinge, wo man nicht weiß, sind die genauso passiert? Oder auf Italienisch gibt es das schöne Sprichwort Si noi vero e ben trovato. Wenn es nicht wahr ist, dann ist es wenigstens gut erfunden. Oh. Ja. Und dazu einer meiner absoluten Lieblingswitze. Ein Funkgespräch zwischen einem US-Marinefahrzeug und kanadischen Behörden vor der Küste Neufundlands. Amerikaner, bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Kanadier. Ich empfehle, Sie ändern Ihren Kurs 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Amerikaner funken zurück. Das ist der Kapitän eines Schiffs der US-Marine. Ich sage noch einmal, ändern Sie Ihren Kurs. Die Kanadier, nein, ich sage noch einmal, Sie ändern besser Ihren Kurs. Dies ist der Flugzeugträger US Lincoln, das zweitgrößte Schiff in der Atlantikflotte der Vereinigten Staaten. Ich verlange, dass Sie Ihren Kurs 15 Grad nach Norden ändern und es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Kanadier funken zurück. Wir sind ein Leuchtturm. Kann man damit resümieren, dass der Humor immer in dem Blickwechsel, in der Änderung der Perspektive besteht?
Da gibt es ja diesen Witz, weil der Betrunkene um eine Litfaßsäule immer rumrennt und mit beiden Händen sich so abtastet und ruft, ich bin eingemauert. Und das ist für mich das beste Beispiel, dass von außen betrachtet die Hilflosigkeit von ihm komisch ist, weil jeder weiß, er müsste sich nur umdrehen und wäre frei. Aber er selber sieht es nicht. Ja, das ist so wie die Geschichte mit dem Mann, der seinen Schlüssel sucht. Und rennt immer um die Laterne rum und sucht und sucht und sucht. Dann kommt einer vorbei und sagt, was suchen Sie denn? Mein Schlüssel. Hilft damit zu suchen. Finde, wo haben Sie ihn denn verloren? Na, da drüben im Gebüsch. Ja, warum suchen Sie denn hier? Na, hier ist heller. Wir wollen mal schauen, was unsere geschätzten Zuschauer an Wünschen haben an uns. Und da ist viel zusammengekommen. Ich glaube, wir haben das nicht sortiert, wir haben es nicht vorher. Nimm du dir mal ein paar und ich nehme ein paar und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen mit unserer Witze-Karaoke, meine Damen und Herren. Den kennst du sicher mit den drei Frauen, die Eis essen. Welche ist verheiratet? Das geht darum, drei Frauen essen Eis und die eine, die geht so mit der Zunge. Und die andere macht und die dritte ist mit dem Löffelchen. Welche ist verheiratet? Die mit dem Ehering. Und der Witz über einen Vampir in der Polizeikontrolle? Ja, da kommt der Vampir in die Polizeikontrolle, sagt der Polizist, haben Sie getrunken? Nur zwei Radler. Das ist super. Ja, ich mag ja auch. Das geht. Kannst du nicht? Nein! Das ist doch kannst klasse! Kannst du was lernen, Alter? Ja, Mann. Mensch! Hier, Andrea hat hier einen Klassiker komplett notiert. Ein Mann hat Probleme, traut sich aber nicht, Medikamente zu nehmen, also erektile Dysfunktion. Sagt sein Arzt, kein Problem, binden Sie einfach ein Lineal dran, das ist nebenwirkungsfrei. Er tut es, hat eine rauschende Nacht. Nächsten Morgen, Unterhaltung im Inneren der Frau. Also ich habe ja schon viel erlebt, dass aber einer auf einer Barre reingetragen wird. Allein dieser Satz, ich habe ja schon viel erlebt. Ja, 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 das ist schon, das ist hier, komm. Was sucht ein Arbeitsloser unter dem Rock seiner Frau? Die offene Stelle. Ich wünsche mir eine oder mehrere Reisewitze. Reisewitze? Ja, Frau Merkel ist nach Afrika gereist zur Klimakonferenz. Sie reist zurück mit ihr Reisen, der italienische Staatspräsident, der französische Staatspräsident. Sie stürzen ab über Borneo, Kannibalengebiet, wie jeder weiß. Und sie werden gefangen genommen. Der Häuptling sagt, guten Tag, wir sind Kannibalen. Wer sind Sie? Ich bin der italienische Minister. Ah, Italien, wunderbar. Aus Ihnen machen wir Saltimbocca. Wer sind Sie? Ich bin der französische Staatspräsident. Sehr schön, aus Ihnen machen wir Bœuf Bourguignon. Wer bist du, Troller? Ich bin die deutsche Bundeskanzlerin. Deutschland, wunderbar, das studiert mein Sohn. Was isst du lieber, Saltimbocca oder Bœuf Bourguignon? Ein Reisewitz. Reisewitze haben ja oft damit zu tun, dass man irgendwie angibt, was man erlebt hat. Und da gibt es ja ganz viele Witze, auch von Leuten, die dann irgendwie gefährliche Dinge machen, Safari und erzählen, oh, und dann ist dieser Löwe hinter mir her und ich renne und renne und der kommt immer dichter und bin ich da diese Palme hoch. Und dann sagt, okay, da gibt es doch keine Palme. Das war mir in dem Moment völlig egal. Hier, zwei Freunde in der Wüste und während der aber dann schreit der eine auf, mich hat eine Schlange in den Dödel gebissen. Und er guckt, also das stimmt, ich hole Hilfe. Und dann geht er weiter und Station, mein Freund hat eine Klapperschlange in den Dödel gebissen. Was soll ich machen? Ja, Sie müssen das Gift aussaugen und dann
Und er zurück, was hat der Arzt gesagt? Du musst sterben. Wie sieht eine Viagra-Tablette von innen aus? Das musst du wissen. Nein, das ist so ein Klassiker, den man miteinander spielt. Weißt du, wie eine Viagra-Tablette von innen aussieht? Nein. Nimmst du mal eine ganze? Ach so. Ja, das ist so ein... Das ist toll. Ja. Kennst du den Witz, wo der Blöde immer nee sagt? Was ist natürlich jetzt vorgewarnt, ja, ne? Ist ja, ja klar. Ja, ist ja, aber hat deine Mutter dich schon mal beim Onanieren hinter der Küchentür erwischt? Nee. Gutes Versteck. Es gibt ganz viel. Ne? Dann sollten wir zum Schluss nur noch über Witze reden, die wir richtig mögen. Also jeder noch einen Lieblingswitz, okay? Ja. Hast du noch was Schönes? Im Witz geht es ja oft um missliche Situationen. Der Mann kommt nach Hause, sagt, Schatz, tut mir leid, mit der Tür ins Haus zu fallen, aber heute Abend kommt der Chef mit der ganzen Abteilung. Ich konnte nicht anders, ich musste die einladen. Bitte koch irgendwas. Und sagt, wie stellst du dir das vor? Lesen Sie zu, ich habe nichts da. Irgendwas. Ja, ich habe hier diese Würstchen. Ach, komm, wir können dem Chef keine Würstchen hier machen. Pass auf, wir machen das so. Du sagst, du gehst in die Küche, kochst einen tollen Braten und dann lässt du einen alten Teller fallen und dann scheppert's und dann kommst du ganz aufgelöst ins Esszimmer und dann versuche ich dich zu trösten und dann frage ich dich, gibt es denn nicht irgendwas anderes? Und dann sagst du, ach, wir hätten noch die Würstchen und dann machst du die Würstchen. Er ist mit dieser großartigen Strategie sehr happy, setzt sich hin, gepflegte Konversation, plötzlich kommt die Hausfrau nach einem kurzen Scheppern in der Küche völlig aufgelöst in den Raum und heult und heult und er versucht sie zu beruhigen. Schatz, was ist denn passiert? Es kann doch nicht so schlimm sein. Ist dir unser Braten runtergefallen? Und sie sagt, nein, die Würstchen! Ich erzähle noch meinen Lieblingshase. Ja. Der Hase liegt am Baggersee und kifft. Und es ist super. Taucht der Biber vor ihm auf, sagt, Hase, was geht? Hast du geraucht? Ja. Gib mir auch was. Alles für mich. Hase, ich habe noch nie gekifft, ich will einmal, nur ein Zug. Gut, ein Zug, aber damit der wirkt, musst du dann tauchen. Ja. Biber taucht durchs ganze Ding, am anderen Ende wieder, oh, das knallt. Er legt sich in den Liegestuhl, oh, taucht das Nilpferd vor ihm auf. Was ist, Biber? Ja, ruhig, das ist schön. Hast du geraucht? Ja, gib mir auch was, hab nichts. Hase am anderen Ende hat was, schwimm dahin, der gibt dir was. Nilpferd taucht durch den Baggersee, taucht vor dem Hasen auf. Der Hase, ausatmen, Biber! Meine Damen und Herren, Jürgen von der Lippe, Dr. Eckart von Hirschhausen.